Herr Habashi, Ägypten hat eine neue Regierung. Was bedeutet die Regierung von Präsident Mursi? Ja, für mich ist es die Fortsetzung des alten Regimes durch Konkurrenten innerhalb derselben Klasse. Ich war einer der ersten, die darüber geschrieben haben, damals 2007 im Februar habe ich ein kleines Papier veröffentlicht, in dem ich dann geschrieben habe, dass die Muslimbrüder schon damals nicht einmal eine Opposition darstellen, schon gar nicht Teil der revolutionären Kräfte. Und damals wurde ich von vielen, nicht zuletzt auch von vielen Linken, angegriffen, als wäre ich derjenige, der die Front gegen das Mubarak-Regime damals teilen wollte. Aber es hat sich bewahrheitet mittlerweile bei vielen, indem man gesehen hat, was die Muslimbrüder bedeuten. Welches Programm verfolgt denn die Regierung von Mursi? Es ist kein neues Programm. Das heißt, erklärtermaßen von vielen, vielen Führern der Muslimbrüder in den Medien, dass sie eigentlich die Wirtschaftspolitik des Mubarak-Regimes für sehr gut halten, überhaupt nicht beanstanden und sie denn das fortzusetzen gedenken. Was daran fehlte, war nur das Problem der Korruption. Ne? Deswegen meinen Sie, wenn Sie dann an die Macht kämen, dann würde das keine Korruption geben in deren Herrschaft und deswegen funktioniert alles. Ne? Das heißt, sie wollen den gesamten Aufstand der Ägypter von 25. Januar 2011 auf Korruption reduzieren. Und wir betrachten die Lage genau umgekehrt. Wir sehen die Korruption, die natürlich ohne weiteres da ist, in grobem Maße, nicht als Ursache des Fehlens der Politik, sondern als Folge. Das heißt, wir sind gegen die Politik, die die Korruption liefert und erzeugt, und sie sind nicht gegen die Politik. Das heißt, sie setzen die Abhängigkeit und die neoliberale Politik fort. Und deswegen verhalten sich die Europäische Union und die Vereinigten Staaten relativ ruhig im Moment? Nein, ich würde nicht sagen relativ ruhig, im Gegenteil. Sie verhalten sich sehr aktiv in der Unterstützung des konterrevolutionären Lagers. Sie wollen diese Einvernehmlichkeit zwischen den beiden Konkurrenten der alten herrschenden und noch immer herrschenden Klasse fortsetzen, um die Stabilitätswillen sozusagen. Ne? Das ist halt besonders zu sehen, wie sie dann die Regie gemacht haben für diese Phase, Übergangsphase. Sie haben dafür gesorgt, dass die Muslimbrüder ein neues Image bekommen in dem Westen, als wären sie die Moderaten und nicht die Fanatiker. Also das sind die Vernünftigen und nur gläubige Leute und sonst nichts. Aber über ihre Tendenzen, was die Politik angeht, sind sie natürlich sehr unterstützt, weil sie genau die gleiche neoliberale Politik fortsetzen wollen. Welche Perspektive haben denn und wie verhalten sich die progressiven Kräfte in dieser aktuellen Situation? Ich muss jetzt ganz kurz sagen, dass über die Präsidentschaftswahl und schon nach den Parlamentswahlen herrschte eine ziemlich große Enttäuschung von vielen Ägyptern, also nicht nur von den Revolutionären, also diese pushende Spitze, sondern auch von den einfachen Leuten, wo die meisten auch die Muslimbrüder auch gewählt haben, weil sie der Meinung waren, okay, gib denen eine Chance und so weiter. Sie waren sehr stark enttäuscht durch ihre Performance im Parlament.
Und dann kam natürlich das große Enttäuschen in den Präsidentschaftswahlen. Durch massive Unterstützung des Westens haben sie dafür gesorgt, dass am Ende die Ägypter nur die Wahl zwischen Pest und Cholera hatten. Und das war das Problem. Aber bedeutet das nicht, dass die Linke auf parlamentarischer Ebene mittelfristig eine bessere Position hat? Eigentlich nein. Und zwar auf gar keinen Fall kurzfristig. Als der Aufstand kam, Januar 2011, hat Ägypten nur zwei Kräfte, die über richtige Organisation verfügten. Das waren die Staatsmacht, vertreten jetzt durch die Armee, die dann übernommen hat, und die Muslimbrüder. Nur die waren organisiert. Obwohl sie natürlich nur kleine Teile der Bevölkerung mobilisieren konnten, aber durch ihre Organisation waren sie in der Lage, Früchte zu ernten. Und nur die Masse, die revolutionäre Masse, inklusive der Masse der einfachen Leute, die war nicht organisiert und ist immer noch nicht organisiert. Denn die Organisation, das ist eine Sache, die in der Zeit geschieht und sehr lange braucht, bis es tatsächlich reift und in der Lage ist, Politik durchzusetzen. Bleibt die Region in Bewegung? Wir haben gerade vor allem eine Zuspitzung der Lage in Syrien. Wie wird sich diese Situation in Syrien, das aktuelle Geschehen, auf Ägypten auswirken? Gibt es einen Zusammenhang? Gibt es eine Konsequenz für Ihr Land? Ich glaube, der Zusammenhang ist in Form von Wechselwirkung. Das heißt also, das, was sich in Ägypten abgespielt hat, hat einen positiven Einfluss auf die Syrer und umgekehrt. Die Ägypter stehen alle hinter dem syrischen Volk mit Herz und Seele, können sonst außer Solidarität nichts machen. Aber die sind alle überzeugt, dass das Assad-Regime schon gefallen ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann der weg. Viele Ägypter wollen nur, dass die Syrer von unseren Fehlern lernen, dass sich das Ganze nicht nochmal wiederholt dort, dass ein großer Aufstand, wie wir den hatten, am Ende zur Wiederherstellung des alten Regimes führt, was der Fall ist. Nur der einzige Faktor, der sich jetzt ergeben hat, ist die Beteiligung der Massen an der Politik. Das war natürlich unter Mubarak nicht der Fall. Heute haben wir überall Leute, die dann mitmischen wollen und als ihr Recht sehen, dass sie über alles reden und auch demonstrieren und protestieren und so weiter. Ja, wie gesagt, nur die Organisation fehlt. Herr Baschi, ich danke Ihnen für das Interview. Bitteschön.